Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen ganz kurzen Quick-Tipp, ein Do-it-yourself. Und zwar habe ich heute noch einen Assistenten. Und zwar, sag mal hallo. Hallo. Ja, mein Assistent ist mein 5-jähriger Sohn Tim und der hilft mir heute. Und zwar machen wir ein herbstliches Flyleaf für meinen Newt. Den kennt ihr ja schon. Ich habe hier auch schon ein Flyleaf. Aber das wollen wir jetzt noch ein bisschen herbstlicher gestalten. Dazu nehmen wir mal das aktuelle Dashboard raus, weil das dient uns sozusagen als Größenvorlage. So, das ist also mein Dashboard von dem A5 Newt. Wenn ihr das ganze Setup sehen wollt, ist auch in der Videoliste, einfach mal durchscrollen, beziehungsweise wenn ich dran denke, verlinke ich es euch. Und das Flyleaf ist ein eine Laminierfolie, die wir aufklappen. Und das Dashboard legen wir drunter, sodass wir sehen, wie groß das Flyleaf werden soll. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte. Also falls ihr Hintergrundgeräusche hört, das ist mein Sohn. Möchtest du die Blätter so drauflegen? Ja, aber die zwei kriegst du noch von mir. Das ist halt ein bisschen abgenickt, okay? Ja, warte, schau mal. Das ist nur so klein, so viele Blätter passen da nicht drauf. Ich dachte, wir machen noch ein paar rote. Ja, ja. Möchtest du die drauflegen? Ja, ja, warte. Ich tue jetzt mal alle Blätter. Ja, warten drauf. Ist schlecht, weil das wir drehen ja jetzt hier ein Video, Schatz. Warte. Ich leg's mal hin und du kannst dann kontrollieren, ob es dir so gefällt. Ja. In Ordnung? Oder ob du noch was verändern magst. Mal gucken. Ja. Da sind dann noch welche. Also wir legen, die Blätter haben wir gesammelt von einer Woche und dann jetzt gepresst in einem Märchenbuch. Und das hat jetzt auch ausgereicht die Woche und die legen wir uns jetzt hier so drauf. Schau mal, wie gefällt es dir? Ist es okay so? Nein, wir brauchen noch ein anderes Blatt. Das müssen wir austauschen, okay? Nein, nein, wir müssen ein... Weil das hat hier so Löcher, schau, das ist nicht so schön. Ja, was mir nicht gefällt, das hier würde nicht so dazu passen. Für das können wir ein anderes nehmen. Nimm ein anderes, okay? Das ist ja schöner. Das ist schöner, aber das hat hier so einen braunen Fleck drauf, schau. Das nehmen wir dann fürs zweite. Jetzt nehmen wir das hier. Okay. So, okay, also. Und dann klappen wir die Folie einfach drauf. Okay. Und dann wird das Ganze jetzt laminiert. Okay. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich laminiere mal ganz kurz. So sieht das Flyleaf jetzt aus. Ich habe es schon ausgeschnitten. Jetzt wird es noch gelocht. Ich habe die Löcher mir jetzt hier vorgezeichnet. Und jetzt loche ich das einfach mal ganz kurz. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Es wird in den nächsten Tagen noch ein Do-it-yourself-Video kommen. Da geht es auch nochmal um Flyleaf, aber auch um einfach die Gestaltung eines Dashboards. Ein paar Ideen, wie man Dashboard machen kann, gibt es dann in den nächsten Tagen. So, jetzt machen wir hier schon ziemlich voll mein Dashboard rein und das Flyleaf drauf. Also ich zeige es nochmal ganz kurz. So sieht es jetzt aus. So ist die Rückseite.
Und ich finde das eigentlich eine ganz nette Idee, die total schnell geht. Und man hat gleich ein bisschen, hier ist mein Starbucks-Blatt, das kann man auch noch mit drauf tun. Man hat gleich ein bisschen Herbst im Planer gebracht. So, das war mein Quick-Tipp. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr Lust, es nachzumachen. Ich finde es ganz schön. Und dann bis zum nächsten Mal. Möchtest du auch Tschüss sagen? Tschüss. Ciao.